Alter. Ich werde doch nicht die Batterien jetzt raushauen hier. Ich muss sparsam bleiben. Ich hasse es, nichts zu sehen. Okay, gut, dass ich mich versteckt habe. Hör doch mal auf, so schwer zu atmen. Bleib doch mal ganz ruhig. Wir können raus. Also wir müssen jetzt noch den zweiten Schalter finden. Wow, 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 wow. Kommt der jetzt wieder hier rein? Ist auch einer. Alter. Ist er jetzt in den Raum gegangen oder was? Das ist doch nicht euer Ernst. Und ich sehe halt gar nichts so. Von hier sind wir gekommen, oder? Ja, ich lade gleich nach. Ich weiß nicht, ob das hier war, wovon wir... Ja, von hier sind wir gekommen. Scheiße, scheiße, scheiße. Ah, die, ich hoffe, die sehen doch nicht im Dunkeln, oder? Sehen die uns? Nee! Fuck! Geh da mal weg! Ah! Alter! Geh da mal weg! Scheiße! Wo muss ich denn jetzt hin? Oh, das gibt's doch nicht. Ist der noch an mir dran? Oh, leck mich doch am Arsch, du! Ich habe ja doch keine Ahnung, wo ich hin soll. Kann ich nicht gegen ihn kämpfen? Den kann ich ja nicht. Scheiße. Alter. Okay, hier sind wir wieder. Na gut, aber wir wissen jetzt ja, was wir machen sollen, Leute. Also das waren nicht wir gewesen, der vorhin nachgefragt hatte. So, spring mal bitte. Okay. Ich versuche jetzt erstmal. Ich versuche jetzt erstmal einen Überblick zu bekommen. Also hier haben wir noch eine Tür. Die kriegen wir aber nicht auf. Hier haben wir zwei Türen, so wie es aussieht, ne? Ja, guck mal, hier ist auch ein Schalter. Um die Pumpe zu starten. Wir können ja ganz schnell den Schalter hier betätigen und dann rüberrennen. So. Jetzt hier rüber. Jetzt den Schalter betätigen. Und jetzt ganz schnell den Spind hier rein. Und kann man raus. Kann doch bestimmt gleich wieder hier rein, oder? Das waren jetzt aber beide Schalter gewesen. Also ich hoffe jetzt, dass beide Gaspumpen funktionieren. Aber das werden wir ja gleich sehen. Das ist ja ein Monitor, der das anzeigt.
komm, verschwinde mal hier wieder. Ach, der hat das Ding wieder ausgemacht, oder? Der hat das wieder ausgemacht. Glaube ich. Nee, hat er nicht. Das läuft. So, ich lade mal nach hier eben. So, wo ist denn der Typ jetzt? Da. Okay, der ist gerade bei dem Hauptding. Der sieht uns doch nicht, wenn wir hier stehen, oder? Ich habe noch überhaupt kein Gefühl dafür, wann die uns sehen und wann nicht. Das ist mein Problem. Also vorhin ist er so rumgelaufen. Scheiße, der hört uns dann wirklich. So, wie läuft der jetzt? Wie läuft der jetzt? Wie läuft der jetzt? So, ich gucke jetzt erstmal, wie es auf dem Bildschirm aussieht. Die Gasdinger laufen. Ja, wo ist denn der Hauptschalter? Das ist jetzt die Frage. Hier nicht. Aber hier war ja nur noch eine dritte Tür gewesen. Müssen wir mal. Lass mal gucken, wo der Typ jetzt ist, ey. Wo ist denn der? Ich versuche jetzt einfach mal irgendwie noch durch die dritte Tür zu kommen. Vielleicht ist der ja da durchgelaufen. Also hier ist auf jeden Fall nichts mehr, was wir aktivieren können. So, ich sollte glaube ich weiter schleichen. Ich brauche dann. Ach scheiße, da war doch noch eine Batterie gewesen in dem Raum, ne? Schnapp mir die mal eben noch. Hier war doch noch eine. So. Hier können wir auch nichts mehr aktivieren. Alles klar, also dann gehen wir jetzt in den, die dritte Tür. Lass mal gucken, wer der Typ jetzt ist. Da. Dum, 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 dum. Dann gleich mal wieder nachladen. Wow, jetzt läuft er so hier. Ich lade mal nach hier eben. So. Und jetzt schnell hier rennen. Okay. Ich denke, sind wir erstmal safe. Ich hoffe es zumindest. Alter. Krass, 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 krass. Das sind wieder Spinde zum Verstecken. Komm, der. Ah! Rein hier. Das gibt's doch nicht, Alter. Boah, da rennt der Ende der plötzlich seine Rute. Ich dachte, der läuft jetzt die ganze Zeit im Kreis. Warum habe ich jetzt irgendwie nicht damit gerechnet? Ich versuche nur gerade zu hören, ob der jetzt noch irgendwie in der Nähe ist. Batterie? Nehmen wir mit. Hier ist nichts zum Aktivieren oder so, hm? Nee. So, erstmal gucken. Nope. Ja, den Raum haben wir ja gerade. Ganz ruhig. Noch eine Batterie. Können wir aber auch nichts weiter aktivieren.
Ich habe gerade gehorcht, ob der gerade hier langläuft. Jetzt macht die Tür mal auf wieder. Boah, Alter, ich habe so ein bisschen den Überblick verloren. Electric Room, okay, da müssen wir hin. Gut, dass das hier ausgeschildert ist ein bisschen. Ich glaube, der ist hinter uns. Gibt's hier Spinde? Erst nach Spinden gucken. Hier können wir uns wieder verstecken. Okay, wir aktivieren das Ding, dann verstecken wir uns. So. Und jetzt in die Spinde rein. Und Batterie mit. Lass mal den Spind. Ich finde, der uns jetzt nicht mal. Scheiße, der guckt in die Spinde rein. Er hat in den anderen geschaut. So, haben wir das jetzt gelöst mit dem Generator oder müssen wir noch irgendwie was machen? Müssen wir nochmal jetzt zu diesem Bildschirm zurück? Das sind ja nur die Dokumente. Gerne mit. Ich weiß nicht, ob wir jetzt schon wieder raus aus dem Keller dürfen oder ob wir nochmal zu dem Monitor sollen. Was mich halt nervt, ist, dass hier immer noch alles dunkel ist. Also so richtig an ist es noch nicht. Schon, ne? Das sieht halt auch alles recht ähnlich aus jedes Mal. Mit die Tür auf? Nein. Okay, ich werde wahrscheinlich versuchen, nochmal zu dem Bildschirm zu kommen. Müssen wir, glaube ich, hier lang. Ich lade eben mal nach hier. Ist hinter uns, ne? Ja, da ist er. Okay. Ich renn mal schnell hin. Okay. Sicherheitsterminal zurückkehren. Aber wie war denn der scheiß Weg gewesen? Hier lang? Ich weiß es nicht mehr. Hier ist eine fucking Sackgasse. Shit. Okay, lass mich... Ich komme nicht durch! Ganz ruhig. Scheiße. Okay, hier lang. Oh, ich zitter, Alter. Mein kleiner Finger, wo ich hier rennen, zittert. So, ich muss hier lang. Sicherheitsterminal. Wo ist die scheiß Tür? Wo ist die scheiß Tür? Hier nicht. Das war gegenüber von dem Bildschirm gewesen. Gegenüber von dem Bildschirm war das. Hier. So, wir müssen hier lang, definitiv. So, links. Hier komme ich nicht lang. Naja, scheiß drauf. Hier, wir kommen mal. Scheiße. Hier war doch genau hier. Durch. So. Tür zu. Mach die scheiß Tür zu. Boah, ich glaube, sie haben es geschafft, oder? So übelst knapp gewesen, aber ich glaube, wir haben es geschafft. Können wir irgendwie speichern erstmal? Würde ich mich sehr viel besser fühlen. Okay, Sicherheitsterminal. Das war ja hier, ne? Ne, nicht hier. Wo war denn der Sicherheitsterminal? Ich hab schon wieder vergessen, wo der Sicherheitsterminal ist. Aber der war hier irgendwo in der Nähe. So, hier ging's nach unten. Ich glaube, hier war der Sicherheitsterminal irgendwo.
das nicht auch irgendwie ausgeschildert, der Scheiß? Security Room, ja, es war, genau. Okay, sehr gut. Wir müssen hier hin. Hier können wir uns auch wieder dann verstecken. Ne? So, linke Maustaste. I'm sorry, my son. I didn't want to have to do this to you. But you can't leave. Not yet. There is so much yet for you to witness. Will you see it? Can you? Our Lord, the Wall Rider, tearing his truth into the unbelievers. The only way out of this place is the truth. Accept the gospel, and all doors will open before you. Okay. Immer wenn man irgendwas schafft und man denkt, man macht einen Schritt nach vorne, macht man dann irgendwie 10 Schritte zurück in dem Spiel. Das ist extrem deprimierend. Die spielen wirklich mit uns, sonst würden wir sonst die Kamera jedes Mal da lassen. Rest in peace. Vergiss nicht, dass Notizen in deinem Notizblock nur dann hinzugefügt werden, wenn du deinen Camcorder bereit hältst, um Ereignisse aufzunehmen. Okay. Die Batterien haben wir noch. 3 Stück, ja, ist so solide. Gucken wir mal. Ich bin trotzdem happy, dass ich das erstmal geschafft habe, so. Aber es ist cool gemacht irgendwie, also ich muss wirklich sagen, also es macht irgendwie Spaß, aber ich muss halt echt, also ich kann auch verstehen, dass das gerne gespielt wird, weil man, gerade wenn man so erschreckt und so halt wirklich so unter Strom dann steht, das fetzt irgendwie, also krasses Ding auf jeden Fall. So, das haben wir schon gelesen. Der hat ja auch, glaube ich, was notiert, ne? Genau. Vater Martins Zelle. Der Priester, Vater Martin, hat mich hierher gebracht, um mir etwas zu zeigen. Glaubt, ich sei sein Zeuge für welchen bescheuerten Blödsinn auch immer. Dieser Dr. Wernige hat mit dem zu tun, was hier schiefgelaufen ist, aber er ist vor mehr als 10 Jahren gestorben. Ruhe in Frieden steht im Blut an der Wand geschrieben. Das ist ja nett. Nette Botschaft. Gut, Leute, ich werde aber an dieser Stelle jetzt hier erstmal Schluss machen. Ich muss mich erstmal kurz erholen und so. Wir sind hier unter einer Kackzelle, aber ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt, wo man mal kurz pausieren kann und speichern kann und so weiter. Finde es ziemlich cool bisher, muss ich sagen. Das Ding ist ja, viele kennen von euch ja das Spiel wahrscheinlich schon und so. Deswegen mal gucken. Ich hoffe trotzdem, dass der ein oder andere mir hierbei über die Schulter schaut. Ich würde mich zumindest freuen. Lasst mir auch bitte Feedback und auch einen Daumen, wenn es euch gefallen hat bis hierhin. Und ja, wir sehen uns dann höchstwahrscheinlich dann nächste Folge. Und ich freue mich da überhaupt nicht drauf, aber das ist ja so ein Zwiespalt. Ne? Es ist halt irgendwie, macht es über Spaß. Andererseits, ist, ich freue mich trotzdem nicht drauf. Also bis dahin, macht's gut. Tschüssi.